Herzlich willkommen zu einem weiteren Video Fahrradweltreise mit Husky, mit Florian Bassfeld und Husky Rocky. Aktuell sind wir gerade von der Fähre runtergefahren und in Genua angekommen. Hier siehst du die Stadt. Und ja, heute dürfen wir schon die erste Passstraße mit 700 Höhenmeter in Norditalien bewältigen, um dann immer weiter Richtung Schweizer Alpen zu gelangen, wo unsere zweite Alpenüberquerung dann stattfinden wird. Wir sind in Genua angekommen und die nächste Alpenüberquerung steht kurz bevor. Ich weiß nicht, ob die jetzt schon anfängt, vielleicht kannst du mir das sagen, aber wir müssen jetzt gleich schon auf 800 Höhenmeter hoch, da hinten irgendwo. Und danach kommen auf jeden Fall die Schweizer Alpen, ich glaube so in der Nähe vom Gotthardtunnel in der Region, also da, wo die Autos mal wieder durch den Tunnel fahren, werden Rocky und ich das Vergnügen haben, ja, oben drüber zu dürfen. Und wenn du wissen willst, wie das alles läuft, dann ja, schauen wir uns das mal an. Rocky und ich haben jetzt in etwa Halbzeit, gell? Die Hälfte haben wir geschafft, ja? Also 320 Höhenmeter von 760 in etwa. Da vorne kommt Lagasco, heißt es, glaube ich, genau. Und der Berg, den wir gerade erklimmen dürfen, der heißt Monte Calvo. Sofern ich das hier gerade richtig sehe. Ich schaue noch mal kurz. Da. Monte Calvo, genau. Ja, ist relativ intensiv. Also ich denke mal, wir belassen es heute weitestgehend bei der Hälfte. Schauen mal, dass wir jetzt irgendwo zelten machen. Morgen die andere Hälfte, denn ich bin den einen Teil des Anstiegs bin ich barfuß gelaufen. Jetzt habe ich wieder die Schuhe an, weil ich habe ja da noch die Druckstellen oder hatte das letzte Mal mir Blasen gelaufen, wo ich da den Monte Sant'Elia hochgeklettert bin auf dem italienischen Festland noch, auf der Stiefelspitze. Und ich habe immer noch keine besseren Schuhe besorgen können.
Und versuche jetzt so eine Mischung zu machen aus eben möglichst viel Radfahren, dann Laufen ohne Schuhe, also barfuß, und dann halt ein bisschen Laufen mit Schuhe. Und halt ja, zu versuchen, das nicht alles an einem Stück, sondern schön alles aufteilen. Heute ein bisschen, morgen ein bisschen, und dann können wir es ja schon wieder rollen lassen. Stimmt. Ja, und du hilfst so toll mit, gell? Geben wir dir gleich wieder Wasser, gell? Kannst du schön was trinken. Ja, na klar. Mal abgesehen von dem guten Wetter heute, ist das fast wie die Apenninüberquerung damals. Wir sind fix und alle, und falls ihr euch fragt, was wir gearbeitet haben, da hinten seht ihr das Tal und da ist die Brücke, die ihr vorhin im Video gesehen habt. Und ja, jetzt geht's immer weiter da hoch. Und ich hoffe echt, dass ich mal bald einen Zeltplatz finde, weil sonst, ja. Sonst gibt's doch noch Blasen an den Füßen. Bis jetzt ist alles okay. Aber jetzt so langsam, ja, ich weiß nicht, auf was wir jetzt sind, 450 Höhenmeter, könnten wir dann mal ein schönes Plätzchen für uns finden, gell, Rocky? Stimmt? Ja, klar, schauen wir nach dem Zeltplatz, gell, und dann lassen wir uns da nieder, gell? Ja, klar. Ja, das ist ein Kollege von dir, Rocky. Guck mal, das ist ein Kollege von dir da oben. Oh. Oh, das klingt nach einem Männchen, wenn er so knurrt. Ja, der knurrt ja nie, der muss ein Männchen sein, oder? Bist du ein Junge? Oh? Bist du ein Junge? Rocky und ich haben unseren Zeltplatz gefunden. Ja, hier mitten irgendwo auf dem Berg. Also es ist alles sehr hügelig hier, gell? Stimmt? Ist alles sehr hügelig, gell? Ja, ja. Ja. Und hier sieht man das auch, wie hügelig. Also morgen dürfen wir auf den Berg hier hoch, wie er heißt, habe ich dir ja vorhin schon gesagt. Und wenn du aber mal hier hinten schaust, also das sind noch lange nicht die Alpen, aber hier überall Hügel, 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 Berge, Berge, Berge. Da drüben, da oben hat es irgendein Schloss. Ganz da hinten bin ich hergekommen. Da liegt Genua irgendwo. Und hier ist noch die alten Strommasten. Da haben die wahrscheinlich die Leitungen jetzt unterirdisch verlegt. Ja, und hier bleiben wir jetzt heute Nacht. Gell? Wetter wird passen. Kein Regen, kein Wind, keine Gewitter, gar nichts. Alles total entspannt. Und ja, da haben wir morgen noch 200 Höhenmeter zu überwinden. Und dann werden wir da oben ankommen, das wirst du dann sehen. Und da können wir erstmal rollen lassen. Der Mond ist auch schon am Himmel. Und wenn wir rollen lassen, dann können wir, glaube ich, 20 Kilometer Minimum unser Fahrrad rollen lassen. Also ich werde die Bremsen nochmal nachstellen morgen, aber das wird dann super entspannt. Und dann gucken wir mal, weil die ganze Strecke, die wir heute geradelt sind oder gewandert, Radwanderung gemacht haben, gekämpft haben, die können wir morgen rollen lassen zusammen. Ja, das ist ja auch prima, gell? Na klar. Da kommen wir mal ein bisschen schneller voran. Und in der Schweiz soll es gerade super gut aussehen mit Corona. Da haben schon die Fitnessstudios wieder offen, Hotels haben offen, Restaurants haben offen. Und ja, auch hier merke ich jetzt gar nichts, ja. Soweit ich weiß, ist das hier orange. Die Polizei war heute wieder ganz freundlich. Die haben mich hier gleich begrüßt und gewunken und Bravo gesagt und so. Also gar nichts mit Kontrolle. Und es ist immer wieder faszinierend, wie unterschiedlich das sein kann. Aber ja, ich freue mich wirklich, wenn es entspannt ist. Wie gesagt, Rocky und ich, wir treffen eh kaum Menschen, gell? Wir meiden eh die Menschenmassen und ja. Warum hier nicht ein bisschen radeln in der wunderschönen Landschaft bei dem guten Wetter? Denn das hält fit und gesund. Heilige Scheiße, das war arschknapp, Rocky, ja? Direkt hinter dem Rocky hat es hier so eine Eichenspinner-Prozessionsraupen hier, Prozession. Die Viecher sind mega giftig und ich wusste nicht, ob es die in Italien auch hat, aber jetzt weiß ich's. Und wenn mein Rocky mir da drauf getappt wäre, hey,
Heilige Scheiße, der kann sich da die Pfoten verätzen und alles, die Viecher. Die sind richtig giftig. Und ich sehe hier eigentlich gar keine Eiche in der Nähe. Ich weiß gar nicht, wo die jetzt herkommen. Aber das ist jetzt wirklich das erste Mal, dass der Rocky direkt mit den Viechern konfrontiert wird. 1 Meter von ihm entfernt, hey. Und ich sag's euch, man kann gar nicht oft genug aufpassen bei der Sache sein. Ich habe ganz am Anfang mal, wo ich die Tour gestartet bin, letztes Jahr 2020, in der Nähe von Schwäbisch Gmünd, so ein Nest gefunden, wo die Viecher auch gerade geschlüpft sind. Und ja, das habe ich nachträglich abgefackelt noch. Aber die sind echt mega gefährlich und hütet euch vor denen, haltet immer Ausschau bei Eichen, ob da irgendwo diese Biester unterwegs sind. Denn ja, sowohl für Menschen wie auch gerade für Tiere kann das sehr, sehr nach hinten losgehen. Und ich bin hier mitten in der Prärie, das heißt, hier komme ich so schnell nirgends an Tierarzt und die können da meistens auch nicht viel machen. Deswegen aufpassen, 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 aber ja, dank unseren Schutzengeln ging auch das mal wieder gerade gut. Gell, Rocky? Ja, ist nochmal gut gegangen, gell? Ja, alles gut, alles prima. Ich bin gerade ziemlich happy, denn Rocky und ich haben Wasser gefunden. Da hinten hat es ein kleines Brünnelchen und ja, wir hatten auch fast nichts mehr. 1 Liter hatte ich noch, oder eher gesagt einen halben. Und deswegen bin ich da jetzt ziemlich froh, meine Flaschen wieder auffüllen zu können. Ganz prima, gell? Ganz fein machst du mit. Ganz, ganz toll, gell? Na klar. Rocky und ich haben es geschafft. Hurra, hurra. Guck mal, Rocky, da drüben, da steht's. Passo della Bocchetta, oder wie man auch immer das sprechen mag. Und zwar 772 Meter über dem Meer, 772 Höhenmeter. Und da drüben sieht man die Berge und das Tal, wo wir hergekommen sind. Also das war mal richtig, richtig Arbeit. Aber geschafft haben wir es, weil wir wie immer gemeinsam an einem Strang gezogen haben. Gell? So wie wir es immer tun, du fantastischer Hund. Ja, der dreiste Begleiter, den man haben kann auf so einer Reise. Ich sage ja immer, es ist nicht nur wichtig, dass man an einem Strang zieht, sondern eben auch, dass man gemeinsam in dieselbe Richtung zieht. Darauf kommt es an, in einer guten Partnerschaft. Und was das anbelangt, ist das der beste Partner, den man so haben kann. Stimmt's? Na klar. Thank you.
Ich bin jetzt in Gavi und hier hinter mir sieht man eine abnormal riesengroße Festung, die Forte di Gavi. Ja, die habe ich schon von weiter Ferne gesehen. Wir sind jetzt, glaube ich, fast wieder im Tal. Also verglichen zu den 770 Höhenmeter sind wir jetzt deutlich weiter unten. Wahrscheinlich so auf 200 Höhenmeter, schätze ich. Und ja, von dem her haben wir noch ein bisschen Höhenvorteil. Aber wir werden dann auch irgendwann wieder unten ankommen, so auf 70 Höhenmeter. Und dann geht das Spiel von vorne los, denn wir müssen ja noch über die Alpen. Rocky und ich haben einen schönen Platz zum Zelten gefunden, gell? Und hier können wir uns heute mal richtig schön ausruhen nach getaner Arbeit, gell? Hast du so prima mitgemacht? Die letzten beiden Tage, gell? Mussten wir hoch auf 770 Höhenmeter zusammen. Gell? Hast du ganz prima mitgeholfen? Und jetzt, ja, heißt es wieder zu Kräften kommen, neue Energie tanken und einfach mal aussparen hier an dieser Oase. Da drüben ist der Fluss Skrivia, heißt er. Moment, ich schau kurz. Da. Genau, also da drüben ist der Fluss Skrivia, kann ich dir kurz zeigen. Das ist, glaube ich, ein relativ großes Bachbett, also großes Tal hier. Und das Wasser sehe ich nicht mal wirklich. Ja, doch ganz da hinten, aber da scheint wirklich nicht arg viel drin zu sein jetzt momentan. Ja. Und jetzt können wir uns echt ein bisschen ausruhen, zu Kräften kommen. Der Rocky nimmt das auch gleich in Anspruch. Hat sich gerade schon ein schönes Stöckchen gesucht, gell? Und dann kann man da ein bisschen schön auf dem Stöckchen rumkauen. Ja. Muss ein bisschen gespielt werden jetzt. Ja? Muss gespielt werden. Ciao. Gerade ist mal wieder eine Bestellung vom Universum bei mir eingetroffen. Und zwar hatte ich bestellt ein Dreimann-Zelt, so für den Mitte Mai 2021 diesen Jahres. Da wollte ich gern ein Dreimann-Zelt haben. Und jetzt kamen vorhin ein paar Italiener vorbei. Wir hatten vorher kein Wort gewechselt. Die haben nur den Rocky und mich hier gesehen. Und ich wusste überhaupt nicht, was die von mir wollten. Haben mich auf Italienisch angesprochen und mir hier dieses Dreimann-Zelt gebracht. Und ich habe das jetzt erst mit der Bedienungsanleitung gesehen, die ist auch in Deutsch, dass es ein Dreimann-Zelt ist. Und das ist jetzt quasi, ja, einen Monat zu früh geliefert worden vom Universum, weil ich den Wunsch halt so losgelassen habe. So, ne? Frei dem Motto, naja, mache ich später, hat ja alles noch Zeit, ist nicht so dringend, ich habe ja mein Zelt. Und ja, jetzt habe ich das Ding jetzt schon bekommen und ich kann so viel natürlich gar nicht mitnehmen. Deswegen werde ich jetzt mal schauen. Morgen ist leider Sonntag, sonst wäre ich morgen jetzt schon auf die Poststelle und hätte das dann per Post nach Hause geschickt. Ja, mega spannend. Jetzt muss ich halt gucken, dass ich das am Montag, dass ich da irgendwo eine Poststelle finde und dass ich es da nach Deutschland schicken kann. Denn, ja, sonst wird das zu viel Gepäck, aber das ist echt, das ist unglaublich. Hättest du das gedacht, Rocky? Ich hätte es nicht gedacht, ey. Verrückt, ha? Verrückt ist es, ja.